Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elsot mit der Lou und dem CL. Für mich ein neuer Tag, eine neue Session und ich entschuldige mich nochmal für den letzten Part, wo ich ein bisschen aggressiv war. Es war halt für mich eine sehr doofe Situation. Okay, die mir fast gar nichts zieht. Sammle Kartenfetzen für ein tolles Avatar. Das ist von dem lieben Luto. Ja, schade. Möchtest Sieht gut aus, so wunderbar. Ich hab grad Lust zu singen. Damit ich nicht wieder ragen kann. Weiß nicht, warum ich das so sage. Es ergibt keinen Sinn. Verdammt. Ich hatte mich gerade für den Schrein im Wassertempel angemeldet, aber da wäre ich alleine gewesen. Deswegen markiere ich jetzt erstmal alle meine Entries für den Event Dungeon weg. Und danach gucke ich, ob jemand Schrein im Wassertempel macht. Wenn das keiner macht, stelle ich mich irgendwo auf dem Feld und warte auf den Feldboss. Oder auf den Riesenboss, weil den Riesenboss wollte ich auch noch machen. Dann kann ich heute nämlich diesen ganzen Event-Runen-Gesammler-Döns da abschließen. Weil ich da meine 10 Zaubersteine des Weisen habe und den Rest, keine Ahnung. Muss ich gucken. Einfach mal so 10 Zaubersteine des Weisen. Gefällt mir richtig gut. Da hat einer wohl eine etwas schlechtere Internetverbindung. Kommt schon mal vor. So, Julia hat ihr Laptop bei mir gelassen, weil, wie ihr vermutlich noch aus ganz alten Folgen wisst, ihr Laptop ist ein bisschen, naja, kann man nicht mehr für viel gebrauchen. Aber ich versuche es zu retten. Habe ich jetzt dafür ein Entry verloren? Ich schwöre. Ja, toll. Ah ja, klar, weil ich das mit Absicht nicht machen kann. Ihr seid kurz, aber das wird Mach ich einfach mal Handys rum. Bringt jetzt nichts, mich dauernd aufzuregen. Ja klar, so viel Ausweichen. Logo. Auf Julias Computer bzw. Laptop installiere ich gerade Windows 10 in der Hoffnung, dass es irgendwie
irgendwas nützt. Wieso haben die so viele Ausweichen? Das ist doch nicht normal. Guck mal, sogar die Bosse ziehen mir weniger als die aus dem Dungeon. Das ist jetzt Raumzeit, Leute. Ja klar, weich einfach mal aus. Gott. Socken kann ich hier im Dungeon nicht, oder? Nee. Scheiße. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt mehr Probleme hatte als ohne Klassenwechsel. Wieso kann ich ja nur so kurz? Das geht sonst immer viel länger. Ja, komm. Also keinen Sinn. Kann ich wenigstens hier sockeln? Nein, kann ich nicht. Richtig drauf. Positiv denken, Samstag und Sonntag dreifache Dropchance. Hol ich mir einfach mal mein SD-Set. Scheiß Viech, ey. Angenehmer als Hamel Dungeons, aber nervig wegen dem Scheißtreffer. Da, der obere ist einfach mal ganz ausgewichen. Ja, Logo. Da kommt einfach mal kein Ausweichen, ne? Ja, komm. Natürlich zieht das noch mit. Steht euch recht.
Ja, logisch. Aber hier kein einziges Mal ausweichen. Aber bei so einem Skill, ne? Ja, ist gut. Gott. Es ist aber Cooldown weg für Dungeon, also hiernach werde ich dann aufhören. Ich komme zwar nicht in die Wertung, aber das ist mir im Moment egal. Geräuschkulisse. So. Sogar die Teile haben ausweichen. Was soll das? Wie kann eine Maschine ausweichen haben? Doch. Ziehst du es jetzt ein oder muss ich nochmal nachhelfen? War das alles? Bitte sag, dass da jetzt einer schreien im Wasser drin machen möchte. Sogar zwei. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich werde in den Dungeon jetzt nicht ragen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wenigstens bin ich bei täglich im Moment noch auf der Rangliste. Wenn ich da rausgekickt werden sollte, muss ich später mal gucken. Immer schön einer nach dem anderen. Ich zeige euch mal, was ich so kann, ja? Fight!
Boah, der ist echt so doof und schießt drauf. Ich wage nicht. So eine Anmerkung. Boing. Ui. So. Ich hoffe, es war das letzte Mal, dass ich den Dungeon machen muss. Ich glaube aber eher, dass es nicht so ist. Au. Okay, unnecessary. Ich höre eine Kiste. Nicht schießen! Oh, das war nicht. Irgendwie das Gefühl, die meisten wissen gar nicht, dass man abstimmen kann. Ich bin müde. Bin ich getroffen, war das zu weit oben oder zu weit weg? Zu weit weg. Fisch. Haut doch nicht jedes Mal um. Yay, mein Lieblingsboss aus dem ganzen Dungeon. Ja, genau in dem Moment landet ich da. Ich
Die Folge hat wieder etwas Überlänge, aber da kann ich nichts für. Das war wegen dem einen, der zu sehr geleckt hat. Einfach mal alle mal ausprobieren. Ja, so nicht. Denn ist eine gute Lösung, aber nicht ragen. So. Hoppala. Au. Wieso zieht er mir jetzt so wenig, hä? Aber nur wegen dem Buff hier. Au. Okay, ich nehm's zurück. Zieht mich hier. Au. Okay. Super. Danke, Leute. Exzellente Arbeit. So. Lass es bitte die letzte Quest hier drin sein. Ich will Sender machen. Dieses Mal gebe ich alles. Total mache ich. Bitte nicht beide. Bitte lass den Royal Guard noch drin sein. Bitte. Bitte. Da ist auf jeden Fall noch einer dabei. Okay. Also besser so, als wenn keiner dabei ist. Ich würde sie ja darauf hinweisen, aber das mache ich jetzt mit Absicht nicht. Wenn sie jetzt die ganze Zeit nichts macht, werde ich sie melden beim Support. Tue ich von diesem Video den Ton raus. Schneide ein bisschen zurecht. Das ist nämlich Grief Play. Naja,
ich auch alleine hin. Wie soll das funktionieren? Ich bin der Einzige, der abstimmen kann. Die wird ja doch nicht gekickt. Super. Mal kurz das Video. Da steht da noch. Jetzt kommt sie erst. Okay. Sorry für das mega lange Video. Ich habe es vergessen hier aufzuhören. Natürlich kriegen wir den zum Schluss. Der nervigste von allen. Ich mach ab hier Kommentierpause. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das zu Ende angucken. Ich werde nichts mehr kommentieren. Ich sag jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Okay, da möchte ich doch mal was zu sagen. Ich finde es gut. Ich habe mit Absicht nicht wiederbelebt, weil hat sie sich nicht verdient. Hätte sie was mitgemacht, hätte sie vielleicht wiederbelebt, hätte was gesagt. Nö, hat sie nicht. Dann ist sie tot. Dann mache ich mal das Portal hier fertig. Aufnahme beende ich jetzt. Danke fürs Zuschauen, was, falls ihr bis hierhin geschaut haben solltet. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.